Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Welly Welly Welly. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werden wir das neue Disco-Tanzflächen-Dreamsnaps aufnehmen. Wir werden unsere Camping-Zelt-Belohnung abholen und wir werden abstimmen für die 1920er Jahre Tiana New Orleans Bilder. Da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt, was uns da die Leute wieder Schönes bieten. Das ist ja immer ein ganz großes Highlight. Genau, damit habe ich nichts Neues. Es ist noch nicht 10 Uhr. Es ist noch sehr, sehr früh. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal unsere Zeltbelohnung ab. Ich zeige euch das Bild natürlich nochmal, wie immer. Belohnung ist auch schon da. Genau, das war jetzt mein Beitrag, ne? Ich finde es eigentlich wirklich ein sehr, sehr schönes Bild. Muss ich sagen, vielleicht hätte ich im Endeffekt noch andere Klamotten gewählt. Es ging ja um Klamotten, glaube ich. Aber da stand ja auch gemütliche Zeltklamotten drin. Ich dachte, so ein kleiner Pullover oder so ist ganz schön. Also, wenn es jetzt wirklich euer Bild wäre, ich würde dem 4000 Mondsteine locker geben. Also, ich hätte da wirklich eigentlich nichts zu mäkeln. Klar, noch vielleicht 2, 3 Bewohner mehr könnte man machen. Aber ich finde das eigentlich ein tolles Bild. Toll beleuchtet, toll dekoriert. Zelte sind drauf, Feuerstelle ist drauf, Picknick, alles Mögliche. Ich finde die Location auch schön. Ich weiß, es ist jetzt nicht Wald der Tapferkeit oder sonnige Ebene, wie im Text beschrieben. Ne? Klamotten könnte man drum streiten, aber ich finde das ein sehr schönes Bild. Ich hoffe mindestens 2500 Mondsteine. Aber ich würde ihm wirklich auf 4000 gönnen. Jetzt Real Talk, Butter bei die Fische, jetzt ganz ehrlich rausgehauen. 4000 Mondsteine würde ich ihm echt gönnen. Ne? Nicht nur, weil ich es bin, sondern einfach allgemein objektiv, auch wenn es ein Bild von euch wäre. Ne? Mal gucken. Zumindest 2500 wäre schön. Schauen wir mal. Und was kriegen wir? Ist es das? 200.000 Mondsteine! Oha! Belohnung für die Herausforderung setzt sich ans Lagerfeuer von Dreamsnaps. Alles klar, Platz 20.723. Ja, nehmen wir natürlich mit. Ich hätte ihm vielleicht auch 4.000 wirklich gewünscht. Oh, Inventar ist voll. Schade, aber vielleicht lag es ein bisschen an den Klamotten. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es dann zu wenig Camping, Zelten, Gedöns. Keine Ahnung. Schreibt natürlich gerne in die Kommentare, wie viel ihr gewonnen habt. Morgen gucke ich mir wieder eure Mondsteine-Ergebnisse an. Bin ich sehr gespannt. Ne? Sagt, ob ihr da zufrieden seid, ein bisschen Bambus essen. Ja, 4000 wäre schön gewesen, ne? Schreibt auch in die Kommis, ob ihr dem 4000 gegeben hättet. Schade, schade, ich hätte mir eigentlich ein bisschen Mühe gegeben. Aber 200.000, wie gesagt, ist auch geil. Ist auch wirklich cool. Da haben wir auch unseren Kauf von gestern wieder zurück. Wunderbar. So, nächstes Event, nächste Aufgabe. 13 Tage geht der Sternfahrt noch bis übernächste Woche, ich glaube bis 3. Oktober. Dann 1, 2 Wochen später sollte das neue Update kommen. Also, lasst gerne ein Abo und Like da, um nichts mehr zu verpassen. Wir gehen natürlich alles durch. Ihr kennt das ja, ne? Aktuelle Herausforderung. Jetzt geht's ab. Saturday Night Live. Tanzparty! Yeah! Du bist zu einer Tanzparty im Tal eingeladen. Es ist an der Zeit, die Tanzfläche zu erobern und in einem aufsehenerregenden Outfit Erinnerungen zu schaffen, die man am nächsten Tag wieder vergessen hat, weil man Hangover hat. Das Rampenlicht ist auf dich gerichtet, also mach dich schick. Ja genau, wir müssen einfach ein Disco-Bild machen. Finde ich eigentlich ein cooles Thema. Muss ich sagen, man sieht es ja oben auch so ein bisschen mit coolen Outfits, die schön bunt knallig sind. DJ-Pult. DJ Ollie. Ne? Mal gucken. Es geht um Klamotten, Bonus, modern, niedlich. Darum habe ich mir das jetzt hier schon angezogen. Das wird jetzt mein Dance-For-Outfit. So eine Leggings genommen. Outfit hier oben. Oberteil ist doch cool, finde ich. Ne? So lila Öhrchen. Ein bisschen Flügel genommen. So zart. Ich wollte jetzt nicht wieder so dominante Flügel nehmen. Weil die Leute achten wirklich hardcore aufs Outfit. Man hat es ja auch wieder jetzt bei dem Zeltding gesehen. Viele achten wirklich nur aufs Outfit. Denen ist der Rest komplett egal. Für mich muss immer das Gesamtbild stimmen. Die Schuhe, ein paar Stöckelschuhen lila. Ja, mir gefällt es eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt einfach Erik mitgenommen, weil die lieben alle. Sagen wir mal so, 80% aller weiblichen Spielerinnen, natürlich auch, es gibt auch männliche Spieler, stehen ja voll auf ihn. Ne? Auch auf seine lange, lange, wunderschön klingende Flöte. Darum nehmen wir ihn jetzt einfach mit. Mir fällt sonst auch keiner ein. Natürlich hat er jetzt nicht so ein modernes Outfit. Ich habe auch so einen Raum gebaut. Man kann das Ganze natürlich auch draußen machen, selbstverständlich. Da werdet ihr wahrscheinlich wieder tolle Bilder machen. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, genau, ich habe jetzt einfach hier so einen Disco-Bereich gebaut. Hier DJ-Pult, der kleine Uhrenmann ist da. Ballons, hier diese Pixelflammen, die man an der Werkbank herstellen kann. Hier diese komischen Insel der Ewigkeit-Fragmentteile. Bisschen Fenster, hier diesen Disco-Boden habe ich so ein bisschen genommen, diesen abgespaceden. Diese Leuchten einmal in Rot und Blau. Hier diesen Fernseher aus der Ultimate Edition. Diese Lampen hier, diese Disco-Lampen an der Wand. Viele Glühwürmchen genommen, ne? Viele Puppen habe ich jetzt genommen, damit das halt aussieht wie so eine Tanzfläche. Die Sterne hinten, hier so ein Springbrunnen, noch Ballons, Garderobe, wo sie die Jacken abgeben. Hier diesen Teppich aus dem Ariel-Markenbündel. Genau, vorne hier diese Projektoren hingemacht. Aus dem Bell-Markenbündel, hier vorne diese Blümchen. Die kriegt ihr von Rapunzel im Dschungel. Wird immer sehr häufig gefragt, warum man diese Glanzblumen bekommt.
der konnte man irgendwo sammeln. Also wenn man Rapunzel neu geholt hat, lagen die auf dem Boden, glaube ich, rum. So war das nämlich. Und seitdem hat man die einfach. Ihr könnt aber auch diese Anstecknadeln nehmen. Die glänzen auf, falls ihr die noch habt. Oder diese Cupcakes oder sowas, ne? Pixelflammen hier. Ja, da würde ich einfach sagen, das wird schnell gemacht werden, glaube ich, ne? Stellen wir mal Erik hier so ein bisschen irgendwie hin. Musik ist leider noch nicht an. Ja, warte. Das ist meiner, okay? Keiner, sonst kriegt den keinen. Ihr Schnepfen, sucht euch einen anderen, weil sie guckt schon so. So, Erik ist doch schon mal ganz gut. Da stelle ich mich hier so ein bisschen hin. Hucki zucki. Ich weiß nicht, ob ich Erik noch ein bisschen näher vielleicht, ja, weiß nicht, ob ich ihn noch ein bisschen näher mache. Schreibt wie immer natürlich auch eure Meinung in die Kommentare. Ah, verdeckt er die so, ne? Ja, ja, wir wollen es ja, dass es ein bisschen voll aussieht. Er soll so von Weitem gucken, weißt du? So, der muss mich erstmal erobern. Ich bin ja einfach hier die Geilste. So, warte mal ein bisschen nach vorne. Zack, da bin ich auch mal sehr gespannt auf eure Bilder. Gucke ich mir natürlich auch Sonntag an. Kommt in meinen Discord-Kanal, kommt in meine Facebook-Gruppe. Links in alle Kanäle und Videobeschreibung. Vielen, vielen lieben Dank. So, jetzt müssen wir gucken. So ist doch eigentlich schon mal ganz gut. Da will ich noch eine geile Pose irgendwie machen. Einfach so. Decke versuchen, nicht zu fotografieren. Das machen wir so ein bisschen weg. Und dann sieht das doch eigentlich ganz solide aus, oder? Also ist jetzt auch nichts Besonderes. Lachen tut sich schon. Ich kann nochmal die Filter durchgehen, ob wir so einen Disco-Filter vielleicht noch haben. Sieht eigentlich auch ganz geil aus, ne? Oder so völlig bunt vielleicht? Das ist so schwarz-weiß, das ist so übergrellt. Ja, der wäre natürlich auch ganz gut, ne? So ein bisschen mehr mittig. Ich weiß es immer nie. Ja, der ist natürlich wieder so ein bisschen dunkler. Boah, schwierige Entscheidung. Ich würde es erstmal so machen. Erik, guck mal, wie verträumt der schon guckt. Ich meine, der hat auch schon 2, 3 Tequila Sunrise drin, oder wie das ganze Zeug heißt. Oder Long Island Eistee. Hat er schon Intus. Guck mal, wie er schon guckt. Wie er schon geiert. Glitzer sieht man aber vorne. Vielleicht würde ich noch einen Tacken nach vorne gehen. So. So ist gut. Hier, die Pose finde ich, ist auch meine neue Lieblingspose. So ist doch gut. Glitzer sehen wir. Wir haben vorne diesen Nebel. Ich finde, das passt farblich alles sehr, sehr geil. Das DJ-Pult sieht man hinten. Warte, ich warte, bis das Wasser hinten noch sprüht. Warte. Es ist auch so angenehm, das ohne Feuerwerk zu machen. Das ist aber auch süß, finde ich, ne, wenn sie so hopst. Ja! Aber ich mag das lieber mit offenen Augen. Warte. So schon mal ganz geil. Kann sie nochmal hopsen, aber mit offenen Augen. Ne, macht sie nicht. Ne, machen wir so. Warte, dann müssen wir aufs Wasser hinten noch warten. Oder? Ich würde es einreichen. Passt doch alles von den ganzen Daten her. Ist doch ein super Disco-Tanzflächenbild. Ich finde das Outfit auch völlig in Ordnung. Ja, es ist Disco 80er-Jahre mäßig. Ne? Könnte so eine Anfangsszene von Aktenzeichen XY sein. Und sie kam nie mehr wieder. Und wurde zerstückelt in dem benachbarten See gefunden. Ne? Dank Erik. Ja, aber so ist doch cooler. Mit den Pixelflammen, Glitzer, Ballons. Pff, was will man mehr? Also ich finde das jetzt ein cooles Bild so an sich. Ist ja die Frage, ob man vielleicht dann lieber diesen Filter noch nimmt? Was meint ihr? Oder sieht das cool aus mit dem Filter noch? Oder ist das dann zu verblasst irgendwie? Hat irgendwie auch was, ne? Na, ich würde es ohne Filter machen. Lassen wir es so. Oder? Schauen wir doch mal. Finde ich ein gutes Bild. Also wenn das keine 4000 Mondstände bekommt, weiß ich auch nicht. Das sieht doch exakt so aus wie oben. Oder? Ich meine, man könnte vielleicht die Tanzpose bei ihr noch ein bisschen geiler hinkriegen. Das ist natürlich cool, wenn du sie noch tanzend aussehen lässt. Das ist aber dann sehr, sehr schwierig. Aber komm. Ist doch alles dabei. Ne? Glitzer, Party, Tanzfläche. Ich finde, das passt alles zusammen. Also, was will man mehr? Ich weiß es nicht. Ja, besseres Bild kann man höchstens vielleicht draußen noch machen irgendwie. Ja, da kann man natürlich noch mehr Deko machen, das größer machen. Man könnte natürlich noch mehr Leute, man kann natürlich noch mehr Dorfbewohner drauf tun. Das ist natürlich auch cool, wenn du dann so 20 Dorfbewohner hast und alle dancen so irgendwie. Ja, aber es reicht mir so. Ne? Ist auch nicht ganz mein Thema. Ist gut so. Bin ich zufrieden mit. So, Abstimmung. Zurück nach New Orleans.
Verleihe deinem Tal die Aufregung, den Jazz und die Vintage-Vibes des Big Easy 1920er Jahre. Verkleide dich, mach es wie Tiana und dekoriere nach Herzenslust. Wie man in New Orleans sagt, lassez le bon salade va de bon. Ne, genau, also wir sollen ein Bild machen, was nach New Orleans aussieht. Das habe ich ja bei euch auch schon gesehen am Sonntag. Da haben ja welche auch ganze Städte gebaut mit Straßenbahnen. Auch geil. Sehr, sehr cool, ne? Verleihe dann Teil die aufregenden Jazz und die Winter. Also man braucht auf jeden Fall Vintage-Vibes. Ich will da jetzt keine modernen Sachen irgendwie sehen, wie irgendwie irgendwelche Spielautomaten oder irgendwie sowas, weißt du? Das Big Easy ist ja 1920er Jahre. Es muss wirklich nach 20er Jahre aussehen. Das sieht man ja oben. Man kann auch Schwarz-Weiß-Filter gerne benutzen. Bin ich zwar kein großer Fan von, ne? Verkleide dich, mach es wie Tiana und dekoriere nach Herzen. Und die wollen das ja schon sehr Tiana-mäßig machen. Also ich erwarte schon, glaube ich, dass man Tiana drauf hat und eigentlich auch so ein bisschen wie Tiana aussieht. Ne, weil Tiana und New Orleans wird da ja richtig krass angesprochen. Ne, man könnte natürlich auch vielleicht ein Bild machen mit Oswald und so weiter, aber ich finde, Tiana und New Orleans ist ein Ding und Tiana wird genannt, Tiana sollte irgendwie schon drauf sein. Ne, ja. Mir ist natürlich bewusst, dass es von Kindern gemacht sein kann, von Menschen mit Behinderung oder Einschränkung, von Menschen, die gerade erst angefangen haben und doch gar nicht so viele Sachen haben an Möbel und Klamotten oder Menschen, die null Bock oder Zeit hatten, das eben ganz schnell eingereicht haben. Trotzdem versuche ich natürlich immer hart und fair und ehrlich zu bewerten. Ich sage immer meine ehrliche, subjektive Meinung. Ja, früher gab es auch mal öfter mal ein D-Abo, weil ich manchmal auch zu ehrlich bin. Aber so bin ich halt. Ne, ihr könnt auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich versuche natürlich auch zu sagen, was mir gefällt, was mir nicht so gefällt, was man besser machen könnte. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir ein paar gute Bilder sehen. Ich weiß, zu 90% sind das wirklich alles nur Graupen. Es ist leider wirklich so. Vielleicht sehen wir heute ein bisschen was Schönes. 50 Mondsterne holen wir uns. Let's go. Schreibt doch gerne in die Kommis, wie eure Abstimmung ist. So, ja, guck mal. Ja, das ist doch schon mal gut getroffen. Mir wäre es wieder ein bisschen zu dunkel, muss ich sagen. Aber Tiana am Start, also Tiana hätte sie mitnehmen können. Kritikpunkt 1, Tiana nicht mitgenommen. Aber die Klamotten passen. Und die Gestaltung passt auch super, finde ich. Ja, Belichtung ist mir ein bisschen zu dunkel. Der Charakter, ja, der verschwindet wieder so im Schatten. Könnte man noch mehr raus machen, natürlich, ne? Und vielleicht noch ein paar Blumen. Man könnte natürlich vorne noch ein bisschen mehr gestalten. Mehr, das alles ein bisschen zentrierter vielleicht machen, ne? Oder noch mehr, diese kleinen Glühwürmchen nehmen und so, aber es passt alles sehr gut zueinander. Und Tiana hätte ich mir genommen. Oder vielleicht dieses kleine Krokodil noch. Da wäre es noch besser gewesen, ja. Hier auch Thema gut getroffen. Tianas Restaurant, die Klamotten, ja, sind nicht ganz meins, aber es ist 1920er Jahresteil aus dem Sternfahrt. Es ist auch ein bisschen besser beleuchtet. Hier sieht man den Charakter auch besser, ne? Nachtbilder sind, wie gesagt, nicht immer mein Geschmack. Ich würde immer helle Bilder nehmen. Ich glaube, man gewinnt damit immer mehr Mondsteine. Ne? Nimmt im Zweifelsfall wirklich immer das hellere Bild, 16:9 Format, am besten auch keine Rahmen und so ein Gedöns. Ne? Aber da wäre auch Tiana noch cool gewesen. Oder vielleicht Oswald oder noch irgendwie das Krokodil. Ne? Ja, das ist schon besser dekoriert links. Ne? Ja, wir nehmen mal das linke. Das ist doch mehr so Tiana, würde ich sagen. So, wir haben natürlich das erste Problem, wir haben wieder Selfie-Modus. Es ging ja, glaube ich, auch um... Ging es um Klammer, es ging um Dekoration sogar. Ne? Es ging um Dekoration, aber leider wieder Selfie-Modus. Mensch. Dann stell dich doch mit deinem Selfie-Modus weiter weg. Und sie hat natürlich auch Klamotten an, die es 1920 noch nicht gab. Sie sieht halt aus, wie gerade aus einem Disneyland ausgebrochen. Das ist, der Style ist schon mal komplett 6-. Hintergrund ist ja gut, die Sachen. Stell dich weiter nach vorne und bau doch Weg dahin. Guck mal, da steht alles noch auf dem nackten Rasen. Das ist doch alles gar nicht fertig gebaut. Ne? Wo sind die Glühwürmchen? Wo ist da die Straßenbahn? Oder wo ist da Weg gebaut? Ein bisschen Bäume, Büsche. Ja, das ist halt auch wieder, ne, 14-jährige Teenagerin läuft durch Disneyland und landet plötzlich in New Orleans der 20er Jahre, macht ein Selfie für Instagram oder TikTok. Weißt du? Ja, das ist schon besser. Tiana auf jeden Fall gut drauf. Und Tiana ist auch drauf. Auch mal ein helles Bild. Klamotten passen auch ganz gut, ne? Ich hätte mich vielleicht jetzt nicht hinter dem Busch versteckt. Diese Wegzeichnung und ist natürlich mal Geschmackssache. Es ist jetzt nicht ganz mein Geschmack, diese Muster auf dem Rasen zu legen. Ist nicht ganz meins, aber es ist gut dekoriert. Es passt, ne? Links natürlich, klar, du hast natürlich da wieder so Holz liegen und man könnte da noch mehr dekorieren. Links fällt das Bild ein bisschen ab, da hätte ich vielleicht noch Tianas Haus hingestellt oder so. Ja, natürlich nehmen wir dann das hier, ne? So, chill. Ja, das nächste Selfie-Bild natürlich. Outfit passt für mich halt auch nicht so richtig. Man könnte es noch als 1920er Jahre deklarieren. Aber die Gebäude passen ganz gut. Aber da steht halt alles wieder auf Rasen. Das ist nicht fertig gebaut, weißt du? Das ist einfach nur wieder 8 Gegenstände in den Hintergrund gestellt. Hauptsache, das Thema wird gewertet, ne? Aber es ist dasselbe leidige Thema wie jede Woche. Wo sind die Wege? Wo sind die Büsche? Wo ist die Dekoration? Wo ist da ein bisschen Struktur? Wo sind da geile Bäume? Das ist halt alles wieder einfach dahingestellt. Auf dem Fußballfeld mit 1 Meter hohem Gras.
krass. Das sieht halt alles ungepflegt und unfertig leider aus. Und das Outfit ist jetzt leider auch echt nicht meins, ne? Ja, hier wieder Selfie-Modus, Outfit passt und so weiter. Auch die Deko passt, aber es ist halt auch wieder so wenig. Warum ist die Tapete asiatisch? Das ist Mulan-Tapete. Das passt überhaupt nicht in die 1920er Jahre Tiana New Orleans. Wir wollen doch ein New Orleans Jazz Vintage Style, ne? Ja. Auch die Deko, das ist halt alles so unfertig. Warum ist dieser Hängesitz neben dem Waschbecken? Oder ist das eine schwebende Toilette? Ich weiß es nicht. Ich würde sogar fast rausgehen. Mir gefällt keins der Bilder so richtig, leider. Da gibt es bestimmt bessere Bilder. Ne? Das ist zum Beispiel schön, schön gebaute Küche. Das ist 1920er Jahre. Man sieht alles. Keine Selfie-Bilder. Gut beleuchtet. Links der Aufzug nervt mich hier ein bisschen in der Ecke. Unten links Tiana ist dabei. Schön dekoriert. Das passt. Aber das gefällt mir hier noch besser. Das schönste Bild bisher. Scar würde ich komplett rausnehmen. Scar ist für mich nicht Tiana New Orleans. Oder ist da vielleicht ein Löwe aus dem Zirkus ausgebrochen? Das kann natürlich auch sein. Aber wo ist Tiana, Mensch? Wo ist das kleine Krokodil? Ansonsten schön dekoriert und das steht alles nicht auf Rasen. Das ist gut gepflastert, alles, das sieht fertig gebaut aus, ein bisschen Zaun. Ne? Viele mögen es natürlich auch, Gebäude und Deko einfach auf Rasen zu stellen. Ist natürlich auch immer Geschmackssache. Ich finde, es sieht immer unfertig aus. Es sieht halt aus, als ob du keine Lust mehr hattest zu bauen. Es sieht irgendwie komisch. Es ist nicht mein Geschmack. Ich finde, das muss dann wirklich auf Weg auch stehen. Und das passt gut. Das sieht gut aus, ist gut beleuchtet. Sie könnte vielleicht noch ein bisschen lächeln. Sie hat so ein bisschen Psychoblick. Aber wir nehmen das einfach, ne? So. Thema natürlich auch getroffen. Alles 1920er Jahre. Es könnte New Orleans tatsächlich sein. Halloween ist ein bisschen drin. Kann man machen. Leider wieder sehr, sehr dunkel. Sehr, sehr dunkel. Aber sie hat Tiana drauf. Sie hat, ne, der Charakter ist auch gut angezogen. Das passt. Sie hat ein bisschen Schlafzimmerblick. Es ist okayes Bild, ne? Wie gesagt, heller würde ich es besser finden, ne? Wieder hier Selfie-Modus. Die Klamotten, ich weiß auch nicht, wie. Sie sieht halt aus wie so eine Axtmörderin. Irgendwie von Freitag der 13. Ist ganz komisch. Das passt auch so gar nicht. Auch Mirabelle. Mirabelle ist doch nicht Tiana 1920er Jahre. Vielleicht hat sie in den 1920ern gelebt. Das würde vielleicht noch passen. Aber wo ist Tiana? Sie hatte dieses Bild auf dem. In dem Pavillon gemacht, aber warum sind da draußen dann Muscheln von Ariel und im Land der Uralten, wo nichts dekoriert ist, mitten in der Dunkelheit? Ja, nehmen wir natürlich das hier links. Und wieder Selfie-Modus. Wieder dasselbe Thema. Alles wieder auf Rasen gestellt. Wo sind die Gebäude? Guck mal, rechts ist doch Tianas Haus. Rechts an der Seite. Klamotten sind gut. Tiana ist dabei. Ein bisschen Glühwürmchen. Aber stell doch dann ihr Restaurant in den Mittelpunkt. Nimm die Straßenbahn. Bau ein paar Schienen. Da stehen einfach nur wieder ein paar Tische. Nicht mal mit Essen drauf oder Kerzen. Stehen einfach nur wieder auf dem Rasen. Da siehst du einfach, das wurde platziert, um einfach diese Punktzahl zu erreichen. Um diese Dinger da zu sammeln. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Diese Ansprüche. Sprüche da, ne? Ja, das ist schon besser. Schwarz-Weiß-Bild finde ich aber ein gutes Schwarz-Weiß-Bild. Das passt alles. Donald passt auch sehr gut drauf. Donald kann man auch super mitnehmen in dem Outfit. Wollte ich auch erst machen. Outfit passt, genau, das von Oswald. Schwarz-Weiß, es ist auch gut dekoriert. Das passt. Da hast du keine Spielautomaten, du hast keine Flachbildschirmfernseher. Das passt alles gut zueinander, ne? Zack, Mark. Marki Mark, ne? Outfit ist gut, ne? Mir würde jetzt wieder ein bisschen Tiana-Charme fehlen. Es ist, 1920er Jahre könnte passen, es ist halt eher ein bisschen fantasiemäßiger. Ja, man könnte mal kurz besser machen natürlich, ne? Ja, sie hat die Klamotten passen, sie hat Tiana mit, sie hat die Straßenbahn, sie hat noch ein bisschen Weg. Man könnte das natürlich alles noch ein bisschen ausbauen, ne? Da fehlen natürlich noch Bäume, Büsche. Guck mal, links könnte man noch Büsche hinmachen, Bäume hinmachen. Guck mal, hinter den Gebäuden ist nichts, das ist freier Himmel. Mach hinter die Gebäude noch Bäume hin, mach Pflanzen hin, deck die Tische richtig. Guck mal, links die Tische siehst du ja alle gar nicht. Stell das doch alles geiler hin, mach vorne noch ein paar Blümchen hin, ein bisschen Glitzer, Glühwürmchen. Da wäre es ein viel, viel geileres Bild, ne? Ja, auch schön. Gut beleuchtet. Endlich mal ein schön knackig beleuchtetes Bild. Man sieht die grüne Farbe auch richtig gut. Auf den Tischen steht was. Tiana ist dabei. Das Gebäude ist dabei. Links, da stört mich wieder dieser Abgrund mit diesen Säulen. Das reißt mich wieder aus der Immersion raus. Da hätte ich dann links auch irgendwas anderes dekoriert. Vielleicht hier unten hätte ich noch Tianas richtiges Haus hingestellt. Wie cool wäre das gewesen, oder? Hätten wir jetzt unten links noch Tianas richtiges Haus, hier oben ihr Restaurant. Das Restaurant hätte ich zum Beispiel auch von vorne fotografiert. Der Haupteingang ist doch viel, viel cooler. Aber es passt auf jeden Fall, ne? Hier auch wieder, das ist für mich auch wieder zu mulanig, das Outfit. Das ist für mich zu asiatisch. Kann natürlich auch 1920er Jahre sein, aber es soll ja New Orleans französisch angehaucht sein mit Tiana. Ne? Und da ist auch wieder keins der Tiana-Gebäude. Vielleicht hat sie Tiana auch noch nicht. Das kann natürlich sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber es ist okay, das wird jetzt natürlich wieder alles sehr grau. Es regnet wieder wahrscheinlich. Man sieht so ein paar Schlieren da oben. Ja, natürlich das hier, ganz klar. Ne?
Hui, ja, Mickey Mouse dabei passt für mich jetzt auch nicht so richtig, kann man aber machen. Die Klamotten ist halt eher die gute Zahnfee, aber das Gebäude passt, man sieht es halt wieder fast nicht. Dann diese Jack Skellington-Tafel, dann ist auch der Hintergrund, ist da die Sommersaison vorbei, da wird alles schon abgeräumt. Da hätte es, glaube ich, noch Bell, aber warum steht denn da ein Tisch auf dieser Fläche? Und dann diese Bambussträucher, das ist mir alles zu durchmixt und gar nicht fertiggestellt irgendwie. Auch von oben, diese Kamera, mach die Kamera weiter nach unten, fotografier das Gebäude. Huiuiui, also ein paar okay, Bilder sind dabei, aber auch das, wo ist da Tiana, wo ist da New Orleans, 1920er Jahre, ja, kann sein, obwohl das ja eher so 17. Jahrhundert irgendwie ist, ne, auch wieder alles auf Rasen gestellt, Erik ist wieder halb angeschnitten, da sieht man nur Eriks Arm, ne, warum nicht komplett Erik, wir lieben ihn noch alle, es ist halt auch nichts Halbes, nichts Ganzes, ich würde doch erst irgendwie halbwegs nehmen, ne, ja, hier zumindest Tianas Gebäude, ein bisschen Glühwürmchen, Tiana hätten die Klamotten passiert, auch das Krokodil mit, sie hat sogar den Wasserturm, da hätten, ist der Pavillon, die Tische sind leider wieder nicht gedeckt, da würde auch mehr gehen, ne, vorne noch ein paar Blümchen hin, schade, dass man das Gesicht des Charakters nicht sieht, da könnte man auch mehr draus machen, ach, Mensch, das ist ein geiles Bild, finde ich, ja, mir ein bisschen zu. Es ist, der Style passt aber, ne? Filter kann man immer drum streiten. Ich finde, hier akzeptiere ich das aber. Hier passt das natürlich super hin. Outfit ist gut, die Pose ist geil. Es ist halt so eine Dinnerparty oder so eine Cocktailparty der 1920er Jahre. Tiana ist dabei. Ein paar Puppen hingestellt. Die Deko ist super. Sogar Tiana Bild, ne? Passt. Ja. Das ist doch einfach mal gut getroffen. Nehmen wir einfach mal, ne? Auch hier passt es halbwegs. Ich weiß nicht, was der Schneemann da soll. Absolut keine Ahnung. Er will wahrscheinlich auch noch nicht Tiana haben, denke ich mal. Ne? Aber er hat den Wasserturm, die Klamotten passen. Das geht in Ordnung. Mulan, ja, ist halt eigentlich auch nicht 1920er Jahre. Da würde mir jetzt auch Tiana fehlen. Das Haus passt, ist natürlich wieder relativ dunkel. Ne? Ist das natürlich besser. Tiana ist drauf, die Tiana-Gebäude sind drauf. Es ist ein bisschen dekoriert mit Weg, ein bisschen mit Liebe. Auf den Tischen steht was. Lichtung des Vertrauens passt natürlich optimal. Das hat einfach dieses Sumpf-New Orleans-Feeling. Die Klamotten passen. Ne? Ich finde das an so männlichen Charakter ein bisschen schöner, die Klamotten, muss ich sagen. Das ist auch Geschmackssache. Aber nehmen wir natürlich sie. Ne? So. Hier passt natürlich auch Klamotten. Tiana passt. Die Küche passt. Das ist gut, okay eingerichtet. Ja, kann man so machen. Ne? Besser als das auf jeden Fall. Nehmen wir das hier. So, ja, jetzt kommen noch mal ein paar gute Bilder. Auch sehr schön. Klamotten passen mir ein bisschen zu übertrieben im Kopfbereich. Das sieht ein bisschen irre aus. Ich habe Angst vor ihr. Aber die Tische sind gut gedeckt. Der Boden, die Tapete passen. Schöne Küche gebaut. Die Lampen passen. Eine Tiana fehlt mir da jetzt noch. Schönes Zimmer. Auch mit den Fenstern hinten, ne? Auch hier Klamotten passen, Pavillon dahinter, wirkt natürlich wieder so ein bisschen uninspiriert. Links hast du wieder diese sonnige Ebene, Oase, da hinten diesen Löwen, alles leider wieder so ein bisschen auf Rasen gebaut, alles steht so ein bisschen kreuz und quer rum. Da fehlt mir auch ein bisschen Struktur und Liebe zum Detail und Tiana fehlt mir. Der Ausdruck könnte schöner sein, die Pose könnte schöner sein. Kann man auch nochmal mehr machen, ne? 50 Mondsteine haben wir aber schon. Ich gehe nochmal eben schnell durch, ob wir da vielleicht nochmal eine Granate finden. Eine kleine Granate noch, die richtig gut aussieht. Es wird nicht besser. Es tut mir auch wirklich leid. Ey, ich versuche aber auch wirklich immer konstruktiv zu kritisieren. Ich sage, was man besser machen könnte. Jedes Mal. Wirklich, ne? Also ich bin wirklich nur ehrlich. Ich könnte jetzt auch lügen und sagen, zu jedem Bild ist super, super toll, aber das bringt ja nichts, ne? Ja, das ist schön, ja. Straßenbahn endlich mal. Und es ist schön dekoriert. Man sieht die Gebäude. Ja. Das ist doch ganz schön. Ne? Es geht doch. Auch hier. Aber vielleicht, es kann sein, dass sie alle Tiana noch nicht freigeschaltet haben. Dann ist es vielleicht eine schwierige Angelegenheit. Ne? Ja. Auch hier komplett am Thema. Ja, kann ich aber trotzdem nicht nehmen. Das muss schon New Orleans Tiana-Bezug irgendwie haben. Und 1920er Jahre. Ne? Meine Güte. Ich gehe nochmal raus. Ja, nehmen wir das Selfie-Bild meinetwegen. Nehmen wir das, das gefällt mir noch ein bisschen besser. Ja. Noch nicht ganz fertig dekoriert. Nehmen wir sogar das Schwarz-Weiß-Bild, finde ich ganz schön. Die sehen beide ein bisschen gleich aus. Nehmen wir einfach das hier. Ja, aber auch nichts wirklich Sensationelles, ne? Auch nichts. Guckt gerne Sonntag in den Discord-Kanal rein. Oh ne, ich habe ja schon eure Bilder gesehen, ne? Guckt gerne mal von Sonntag in das Video rein, falls ihr richtig geile Tiana-Bilder sehen wollt. Ne? Das ist auch schön hier. Da habe ich mein Restaurant auch gebaut an der Stelle. Ja, sieht ein bisschen aus wie bei mir. Ne? Ja, aber so habe ich es auch ungefähr gemacht tatsächlich. Könnte fast meins sein. Ja, alles klar.
vieles natürlich am Thema vorbei, viele Selfie-Bilder, also wirklich vieles am Thema vom Stil einfach vorbei. Vieles ist gar nicht 1920er Jahre, manches ist auch irgendwie so 16. Jahrhundert gefühlt oder hat gar nichts mit Tiana New Orleans leider zu tun. Lief wahrscheinlich daran, weil die Tiana noch nicht haben, da kann man natürlich nicht viel machen. Aber ich finde, man kann trotzdem ja versuchen, sich Tiana-Klamotten aus dem Sternpfad anzuziehen und sich irgendwie vor Cherimie zu stellen und ein bisschen Flair einzufangen, weißt du? Imi geht das auf jeden Fall immer auf irgendeine kreative Art. Man muss sich ein bisschen Mühe geben, finde ich, ne? Ganz genau. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Das war meine eigene subjektive Meinung. Ich hoffe, ihr akzeptiert und respektiert sie. Das tue ich bei euch auch. Danke, danke schön fürs Zugucken. Lasst gerne ein Abo und Like, aktiviert gerne die Glocke, um nichts dazu zu verpassen. Danke, danke, danke schön. Folgt mir auch gerne bei Twitch und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Und bis dahin, tschüss.